Wenn ein ausländisches Staatsoberhaupt nach Rostock kommt, kommen viele andere auch, um dabei zu sein. Sowas kommt ja auch nicht alle Tage vor. Das muss festgehalten werden. Vom eigenen Sohn, der mitgereist ist. Diesmal ist alles ein bisschen außergewöhnlicher als sonst. Denn Edi Rama ist nicht als Politiker hier, er ist der Künstler, der heute ausgestellt wird. Keramikarbeiten und Zeichnungen. Wie aus einem Traum gefallen. Kunst macht er schon immer. Und noch viel mehr. Er rappt, war Profi-Basketballer, jetzt ist er Politiker und Künstler. Ich bin der beste Premierminister unter den Künstlern und der beste Künstler unter den Premierministern. Selbstbewusst, ohne Zweifel. Aber es stimmt, betrachtet man die Zeichnungen. Bunt, psychedelisch. Entstanden sind sie im Amtssitz des Premierministers. So, this is my office table. You see? Das ist mein Schreibtisch. And here are the colors. Und hier sind die Farben und der Tagesplan für heute. What's happening at that day? Having my office. Mein Büro als Atelier zu benutzen hält mich im Gleichgewicht. Helps a lot to keep a balance. And Politik ist wie ein endloser Kampf. Kunst hingegen ist wie ein endloses Gebet. Zwei verschiedene Welten. Zwei Welten, die er personifiziert und ganz selbstverständlich vereint. Denn so radikal wie bei keinem anderen benutzt er die Politik, um Schönheit alltäglich zu machen. Wie in Tirana vor knapp 20 Jahren, als er dort Bürgermeister war. In einer Zeit, wo es an allem fehlte, ließ er einfach die Hausfassaden bunt streichen. Budget was nothing point something. Wir hatten ein Budget von 0,0. Low cost. Aber diese wirklich günstige Aktion hat die Leute wachgerüttelt und die Stadt für immer verändert. Und das erfolgreich. Plötzlich haben die Leute Steuern gezahlt und die Straßen wurden sicherer. Schönheit hat die Kraft, Dinge zu ändern. Das kann Brutalität und Unterdrückung nicht. Direkte politische Bezüge sind in seiner Kunst kaum zu finden. Nur das Papier, auf dem er zeichnet, hat Bedeutung. Er malt auf alles, was sich auf seinem Schreibtisch befindet. Dokumente, Protokolle, Tagesabläufe. Zeichnungen, die in Rostock auf einer schier endlosen Tapete zum Gesamtkunstwerk werden. Mein Galerist kam mit gut einem Dutzend Zeichnungen. Und da habe ich diesen Brief an Merkel wiederentdeckt. So lässig, wie er Politik und Kunst vereint, so lässig ist auch sein Auftritt. Authentisch und nahbar. Nichts in seinem Leben scheint wirklich geplant. Es ergibt sich einfach und passt. Ich habe mich nicht bewusst entschieden, in die Politik zu gehen. Es ist einfach passiert. Das ist immer wieder besonders. Und ohne nachzudenken, male ich einfach immer. Ich nenne das nicht Kunst, hatte nie geplant, es irgendwo auszustellen. Es ist eher eine kontemplative Übung für Hand und Auge, während ich meinen Job mache. Und auch wenn seine Kunst eher zufällig erscheinen mag, in der Politik hat er ganz klare Ziele. Albanien soll endlich EU-Mitglied werden. Dass Kunst dabei nur bedingt helfen kann, weiß er. Aber sie hilft, Visionen zu schaffen. Leider werden Gemälde und Gedichte niemals Krieg und Gewalt verhindern können. Kunst ist wie eine eigene Welt innerhalb unseres Alltags. Sie gibt uns die Möglichkeit zu träumen, unserer Realität zu entfliehen und auf eine großartige Reise zu gehen. Out of the ordinary day and the ordinary world.